Linientreue. Linientreue ist ein Substantiv zu linientreu. Linientreu bedeutet, dass man sich an die Vorgabe einer Partei hält, also an die Linie einer politischen Organisation hält. Linientreue gibt es aber nicht nur in Parteien, sondern Linientreuen gibt es auch in Firmen, in Religionen, in Gemeinden. Wenn man der Meinung ist, dass eine bestimmte Linie verfolgt wird, also angegangen wird und dass eine Mehrheit eine bestimmte Linie vertritt, wenn man diese Linie selbst auch vertritt, dann ist man linientreu. Auf gewisse Weise braucht eine Gesellschaft, braucht eine Partei, braucht eine Gemeinschaft linientreue Mitglieder, solche, denen die verbrieften Werte und Vorgehensweise der Partei, der Gemeinde, der Gemeinschaft wichtig sind. Es braucht aber auch die Revoluzzer. Wenn es nur Linientreue gibt, dann führt das oft zur Verfolgung Andersgläubiger, Andersgesinnter. Es ist wichtig, dass es zum einen Linientreue gibt und es ist auch wichtig, dass es die Abweichler gibt. Es ist wichtig, dass es solche gibt, die die Regeln einer bestimmten Gemeinschaft immer wieder bemühen und sich darauf beziehen. Und es ist auch wichtig, dass es solche gibt, die für neue Entwicklungen offen sind. Das ist ja gerade die Schönheit der menschlichen Gemeinschaft, dass unterschiedliche Menschen da sind und die unterschiedlichen Menschen verhelfen dazu, dass letztlich das Gute umgesetzt werden kann.